Matija Nastasić heute beim Training in kleiner Besetzung auf dem Rasen des Schalker Feldes. Auch an ihm sind die Ereignisse der vergangenen beiden Spieltage nicht spurlos vorübergegangen. Und deswegen weiß er genau, was jetzt ansteht. Wir hatten eine lange, harte Vorbereitung und jeder dachte, dass uns der Saisonauftakt leichter fallen würde. Aber wenn man eine großartige Saison gespielt hat, will dich in der kommenden Saison jeder schlagen und kämpft doppelt, so viel gegen dich. Und jetzt will jeder zeigen, dass er besser ist als wir. Und das müssen wir jetzt in unsere Köpfe bekommen und es verbessern. Zuletzt fehlte Nastasić den Schalkern gegen Berlin, weil in Wolfsburg Schiedsrichter Patrick Ittrich unter Kölner Einfluss komisch wurde. Ich habe niemals damit gerechnet. Ich war wirklich enttäuscht, dass man trotz der Videotechnologie solche Entscheidungen treffen kann. Aber jetzt habe ich das abgehakt und ich bin froh, dass ich nur ein Spiel Sperre bekommen habe. Und ich hoffe, dass Sie auch bemerkt haben, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Matija Nastasić hat also einen Haken hinter diese Situation gemacht. Es gilt, nach vorn zu schauen, denn die Vorbereitung auf das Gladbach-Spiel hat trotz dünner Besetzung längst begonnen.